Moin Elkick, mein Name ist Muhit Nagpal, Trainer Indian Football Hamburg. Ich erkläre euch heute anhand der Tafel, wie man eine tiefstehende Abwehr knacken würde. Wir fangen an bei uns in einem 4-2-3-1-System gegen eine Mannschaft, die vielleicht auch im 4-2-3-1 teilweise in einem 4-4-2-System spielen würde. Natürlich ist das auch immer von der Vereinsphilosophie und Vereinstaktik oder beziehungsweise der Trainerphilosophie abhängig. Ich spiele das gerne offensiv spielen, das gerne über schnelle Außen spielen, was in dem Fall vielleicht zu eng werden würde für einen dribbelstarken Außenspieler, sich gegen zwei, drei, vier Gegenspieler durchzusetzen, weil wir hier über einen sehr, sehr engen Raum sprechen. Natürlich ist die Philosophie hierbei, dass man ziemlich hochstehende Außenverteidiger hat, sich immer als spielstarker Sechser, als jemand, der das Spiel macht, fallen lässt und dementsprechend die Innenverteidiger sehr hochstehen. Ihr merkt, ich spiele gerne mit einer Viererkette, ja, die sich nachher in einem offensiven Modell zu einer Dreierkette lösen lässt, was mittlerweile auch modern ist und in der Bundesliga sehr gefragt ist. Wenn man sich dann hier auch anschaut, hier stehen natürlich die Außen-Mittelfeldspieler, die natürlich ganz weit nach außen gehen. Das heißt, aus einem 4-5-1 entwickelt sich nach wie vor ein 3-4-3. Der Mittelstürmer zieht natürlich beide Innenverteidiger auf sich, versucht immer wieder zu stochern, zu versuchen, sich für die kurzen Pässe anzubieten, aber wir merken hier schon, da stehen natürlich die Sechser sehr stabil. Wenn man sich das hier anschaut, ist in der Mitte gar nicht oder der Platz kaum vorhanden. Wie knackt man denn sowas? Ja, wie man sowas knackt, möchte ich euch versuchen mal an die Hand zu geben, ist, wenn man mit den Außenverteidigern ziemlich hoch steht, teilweise auch auf Höhe in der anderen Hälfte des Gegners mit einem spielstarken Sechser das Spiel aufbaut, die Innenverteidiger werden zu Außen-Innenverteidiger stehen in der Mitte dazu und mit einem Sechser, der natürlich auch mit reinzieht und mit einem Zehner, der hier auch natürlich mit verschiebt. Wenn wir jetzt einen Ball haben, ich nehme mal den Torwart hier, der eigentlich auch ziemlich hoch steht mal als Ball. Natürlich, der Innenverteidiger könnte jetzt auch mal einen Diagonalpass schlagen, aber wir merken, dass hier dieses Feld wirklich sehr, sehr eng ist und die Jungs können sich auch immer darauf einstellen. Nichtsdestotrotz wäre Plan A, schön immer den Ball zirkulieren lassen zwischen den Innenverteidigern und den neu formierten Mittelfeldspielern, die eigentlich als Außenverteidiger dienen. Und dann mal versuchen, immer wieder durch die schnellen Außen sich zwischen Innenverteidigung und Außenverteidigung reinzumogeln, um einen langen Diagonalball in den 16er abzufangen. Natürlich muss man auch gucken, dass man nicht eine Katze als gegnerischen Torwart hat, der alles runterpflückt. Allerdings ist das auch ziemlich schnell durchschaut, wenn man jetzt immer wieder versucht, hier über die Außen oder da über die Außen und der sich natürlich da reinläuft. Ideal wäre aber auch, da ich meinen Außenstürmer so habe, dass die auch bei diesen Sachen kurz ins 1 gegen 1 gehen, lang gehen und dann eine Flanke schlagen, wo sich natürlich die Mannschaft fortbewegt, der Mittelstürmer natürlich seine Bude machen muss und als Absicherung beziehungsweise für den zweiten Ball, für den wichtigen zweiten Ball, haben wir natürlich unser Mittelfeldduo, die dann natürlich abschussstark raufhauen sollen. Na, ich hoffe, dass ich euch eine kurze Anleitung zu dem Ganzen geben könnte. Natürlich gibt es jeden, der seine eigene Meinung hat, sein eigenes Spiel hat, aber kurz zusammengefasst, über die hochstehenden Außenverteidiger immer Diagonalbälle in den 16er schlägt und die Außenverteidiger natürlich, die Außenstürmer zwischen Außenverteidiger und Innenverteidiger für Wirbel sorgen und da natürlich den langen Ball abfangen. Ja. Ich denke, das ist ein guter Tipp und dann hoffe ich mal, dass ihr das in die Tat umsetzen könnt und an die Trainerkollegen einen schönen Gruß von mir.